Du suchst nach Informationen zum Folieren, Helmfolieren, Autofolieren, Motorrad folieren, dann bist du hier genau richtig. Genau dasselbe habe ich auch gesucht und ich habe viele Videos gefunden, wo foliert wird, aber ich habe keine Videos gesehen, wo es Probleme gibt. Und um diese Probleme, Tipps und Tricks rund um das Thema Folieren soll es heute gehen. Ich habe bisher diesen Helm hier teilfoliert, was seinen Grund hat. Werden wir gleich darüber reden. Ich habe ein Motorrad mit Vollverkleidung vollfoliert, habe meine Fehler gemacht, meine Erfahrungen gesammelt. Um dieses soll es in diesem Video gehen, einfach um euch so ein bisschen vor den Problemen zu bewahren, die da auf einen zukommen. Das allererste Thema in diesem Video wird sein, wie gehe ich mit der Folie um, weil da macht man sehr schnell Fehler. Die habe ich leider auch getan. Thema Nummer zwei wird sein, wie schneide ich auf dem Lack? ohne diesen zu zerstören. Und Thema Nummer 3 wird sein, lohnt sich denn Folien überhaupt? Wo sind die Vorteile und wo sind die Nachteile? Danach wird es hier darum gehen, welche äh, Tipps und Tricks kann ich euch weitergeben? Äh, ich denke, wir bekommen weit über 10 Tipps hier beieinander, in der Hoffnung, dass ihr ein bisschen von meinen Erfahrungen profitieren könnt. Ja, kommen wir zum Thema Nummer 1. Wenn wir eine gerade Fläche folieren wollten, würdet ihr jetzt nicht vor dem Tablet, vom Handy oder vom PC sitzen. Das erste Thema und das wichtigste Thema, da wo die meisten Fehler entstehen, ist, man muss verstehen, wie funktioniert so eine Folie. Die Folie hat Raumtemperatur. Wir kleben die auf. Gerade Fläche ist kein Thema. Luftblasen sind kein Problem. Durch die vorhandenen Luftkanäle in den heutigen sehr guten Folien ist das wirklich unproblematisch. Das Problem sind Falten. Das Aufkleben, die Verarbeitung. Und hier ist es, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da werden safe Fehler gemacht, weil die Fehler habe ich halt auch gemacht. Bevor ihr etwas verliert, nehmt euch ein Stück Zeitungspapier, eine Folie, nehmt euch irgendwas und legt das über den Gegenstand, den ihr verlieren wollt. Und wir sehen sehr schnell, wo Probleme kommen. Ihr könnt eine Folie stauchen, zusammenschieben, da wo Material zu viel ist, oder ihr könnt Material ziehen. Habt aber das Problem, wenn eine Folie nachträglich durch die Sonne irgendwo, der Helm liegt draußen in der Sonne, das Motorrad steht safe irgendwann in der Sonne, ich gönne es euch, dann wird, das, wird die Folie natürlich wieder erwärmt und dann möchte die Folie in den Ursprungszustand zurück. Das heißt, ich kann nur ein bisschen stauchen und ich kann nur ein bisschen ziehen. Wenn wir uns jetzt das Beispiel an diesem Helm hier nehmen, hat ja seinen Grund, warum ich eine Teilverlierung vorgenommen habe. Ich lege jetzt hier meine Folie drauf und ich sehe sofort mein Problem. Ich habe an den Seiten zu viel Material. Das heißt, hier komme ich aus der Verlierung, kriege ich ein Problem. Wie löse ich dieses Problem? Das Problem löse ich, indem ich diese Folie in der Richtung ziehe, aufklebe, dann erwärme, die Folie schrumpft wieder beieinander und ich kann die verkleben. Das ist tricky, weil ich muss wissen, wie viel ziehe ich. Ich darf es nicht übertreiben, weil wenn ich die Fläche ziehe von der Folie, dann dehne ich ja den Klebebereich. Und ich brauche auf einer Fläche einen gewissen Klebebereich, damit das nachher auch hält. Ja? Das heißt, zu viel ist zu viel. Ja? Ich habe hier ja mit Absicht eine Teilverleierung gewählt. Und das ist einfach aufgrund dieser Geschichte mit dieser Temperaturgeschichte. Ja? Dein Motorrad, man nimmt sich die Folie, ein Papier auf den Tank und man sieht, wo bekomme ich Probleme. Ich habe mir bei der Folierung ganz oft eine zweite Person gewünscht, weil das mit dem Ziehen natürlich einfacher ist, wenn man zu zweit ist. Die Profis, die nehmen dann Stangen bzw. kleben die Folie an einer Seite eine Stange, an der Seite auch und dann ziehen die die mit den Stangen und kleben die dann auf die Haube, auf egal was auch immer. Ja, aber das ist das große Problem. Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, äh, hole ich mal eben eine kleine Kiste hier ja einfach dass ich euch zeigen kann was ich meine in diesem Beispiel gehen wir jetzt einfach mal her einfache Kunststoffkiste ich mache jetzt die Folie mal ein bisschen warm die ist jetzt ohne Spannung einfach aufgeklebt man nehme eine Tasse der Wahl und wir tun jetzt diese Folie mal ein ganz klein bisschen dehnen ein klein bisschen warten abkühlen lassen und wir können hier sehen die Folie hat sich schön verformt. Ja. Die Folie bleibt jetzt da auch ohne Probleme. Jetzt gehen wir hier und tun die nochmals wieder erwärmen und gucken mal, was passiert mit der Folie. So. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Die Folie ist wieder genau da, wo sie vorher war, weil da will die hin. Und das muss man verstehen an der ganzen Geschichte. Diesen Effekt dieser Folie, den muss ich mir zunutze machen. Ja, ich muss vorher ausprobieren, wo habe ich zu viel Material. Zieh mir das vorher, kleb die Folie auf in den Bereichen, wo die Folie im Ursprungszustand passt. Und tu dann die Folie erwärmen, muss ich alles sehr langsam, sehr vorsichtig machen. Das ist tricky, das muss man üben. Ja. Und dann äh, komme ich auf das Maß an Folie, damit ich mit dem Material hinkomme. Das ist das Allerwichtigste an diesem ganzen Thema und das ist das echt Wichtigste. Und das ist ganz, war mir wichtig, das mal gezeigt zu haben. Ein schnelles Beispiel. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Folie, klebe das hier auf den Helm auf. So, jetzt merke ich hier, kann ich das schön verkleben, hier kann ich anheben. Kleben, ziehen, hier Falten wegmachen, ja. So, mir geht es jetzt hier nicht darum, etwas Schönes zu machen, aber ich sehe, wenn ich hier oben lande, ich kriege hier safe Falten rein. Ich habe keine Chance, das hier faltenfrei aufzukleben. Jetzt kann ich hergehen, ziehe die wieder ab, ist kein Problem, vorausgesetzt, zu den Tipps kommen wir aber später noch. Ich gehe jetzt her, mache die Folie ein bisschen warm. So. Zieh die jetzt hier drüber. So, jetzt habe ich hier zu viel Material. Man sieht es, ich habe hier Falten ohne Ende. Ich will jetzt hier, das lässt sich alles, das ist alles kein Problem. Man muss da mit bisschen Ruhe und Geduld dran gehen, aber es ist alles kein Problem. Hier habe ich jetzt keine Chance, das zu verkleben hier. Das sind viel zu viele Falten. So, jetzt hat sich die Folie wieder ein bisschen zusammengezogen. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Kann ich jetzt hergehen und kann die Folie hier vernünftig drauf folieren. Das ist das ganze Hexenwerk. Ja? Mir geht es ums Prinzip, mir geht es jetzt nicht darum, den Helm schön zu folieren. Ja? Aber so funktioniert das Prinzip. Eine Alternative zum Schneiden möchte ich euch jetzt hier vorstellen und das ist ein sogenanntes Kneffles-Tape. Das ist jetzt von 3M. Dieses Video soll keine Werbung beinhalten. Ihr seht es, ich habe es unten hingeschrieben, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und das ist ein sogenanntes... Schneidewerkzeug für uns. Hier ist ein Textilfaden drin, den kleben wir auf mit einer Trägerfolie, die ist in diesem Fall grün, und nachher ziehen wir diesen Faden raus, das zeige ich euch jetzt gleich, und damit können wir sehr feine Konturen ausschneiden, ohne jemals mit dem Messer auf dem Lack gewesen zu sein. Wir gehen jetzt hier zum Beispiel her, ich klebe das jetzt hier einfach mal auf meinem Tisch auf und mache hier mal eine Rundung rein. Es gibt diese Tapes in zwei verschiedenen Varianten von 3M. Zack, das ist einmal die Variante Finish Line, das ist für gerade Linien und einmal diese Line, das ist flexibel, das ist dies Design Line. So, wir nehmen uns hier einen Abschnitt Folie, kleben das einfach mal hier drauf. Jetzt kommt ein Tipp zu diesem, zu diesem ähm, ja, Schneidefaden, will ich ihn mal nennen. So, wir drücken das schön an, haben jetzt quasi die Trägerfolie mit dem Faden unter der Folie, Kontur, wie wir es wünschen. Jetzt nehme ich das Ende, was immer möglichst lang aus der Folie rausgucken muss, weil das kann man passieren, dass das, was ich jetzt versuche, nicht immer funktioniert. Ich nehme jetzt ein Stück Anfang, drücke hier einen Finger drauf und ziehe mal ganz schnell mit dem Finger. Jetzt habe ich hier wieder Trägerfolie und den eigentlichen Faden. Und der sitzt in der Mitte von, diesem grünen, von dieser grünen Trägerfolie. Jetzt gehe ich her und ziehe mir den einmal entlang meiner Kontur. Mach ich, den Anfang mache ich immer so ein bisschen ruckartig und dann immer so den Faden dahin führen, wo ich hin möchte. Und jetzt kann ich hergehen, kann meine Folie wieder abziehen und habe meinen Cut auf dem Lack, ohne jemals mit dem Messer da drauf gewesen zu sein. So, das kommt weg. Jetzt habe ich, das kommt auch weg, jetzt habe ich hier unter meiner Folie noch die Trägerfolie. Die ziehe ich mir jetzt auch vorsichtig, immer ein bisschen entlang, wie ich es aufgeklebt habe, hier raus, damit ich hier diese Kante nicht verhunze. Und dann tue ich die vorsichtig andrücken und habe hier einen wirklich super sauberen Schnitt. Und damit habe ich unheimlich viel gearbeitet, wo ich meine Aprilia Futura foliert habe. Ja, das ist ein krasses Moped, ein krasses Gerät. Ähm, weil das sind sehr spezielle Formen, was den Tank, was die Seitenverkleidung betrifft. Und die lassen sich für mich als Anfänger nicht in einem Stück durchrealisieren. Das heißt, ich bin hergegangen und habe das Motorrad einfach zweifarbig foliert. Ich hätte es auch einfarbig folieren können, aber... Immer dann, wenn es schwierig wird, wo wir vorher quasi mal eine Folie oder ein Papier aufgelegt haben, da wo ich einen Max ma massiven Materialwechsel von der Folie habe, da habe ich einfach einen Cut hingesetzt, um da der Sache ein bisschen Entspannung zu geben. Und diese Linien lassen sich natürlich super so schneiden, ohne dem Lack irgendwie gefährden zu können. Das ist eine sehr tolle Geschichte. Das Band ist verhältnismäßig teuer, aber super, wirklich super gut. So, hier haben wir noch einen kleinen Test. Ich habe hier drei Folien übereinander. Wir gucken mal, was dieser kleine Schneidedraht oder dieser Schneidenfaden, was der denn kann. Und ich ziehe den jetzt hier einmal drüber. Ich mache das wieder ruckartig in das Material rein, ziehe ihn durch, und wir können sehen, der hat mir das problemlos hier durchgeschnitten. Es gibt es auch in einer Kevlar-Variante. Das ist dann für ähm, Folien mit einer Metallic, mit einem Metallic. Anteil, weil da der Faden natürlich so ein bisschen durch diese Metallicanteile so ein bisschen ja, mehr beansprucht wird. Und hier können wir jetzt auch wieder diesen Trägerfaden seitlich rausziehen und ist egal, wie viele Folien wir haben hier, drei, vier Folien ist überhaupt kein Problem. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Helm machen müssen, weil das Design hat erfordert, dass ich mir... Ich hole ihn kurz. Hier bei dem Helm ist das so, dass ich quasi erst diese Tapes gesetzt habe, dann habe ich weiß und rot alles auf einmal geklebt und habe nachher nur den Faden rausgezogen und habe nachher die Felder, die ich nicht haben will, wieder rausgenommen aus dem Design. Ne? Ist natürlich eine Geschmacksfrage, keine Frage. Aber so kann ich wirklich schöne, saubere Schnitte machen, ohne dass mir hier irgendwas Gefahr läuft, dass ich mir irgendwas beschädige. Ne? Gerade beim Helm, Sicherheitsbauteil, ne? hier Auto, Motorrad auf dem Lack. Keiner irgendwelche Schnitte haben. So, nächstes Thema. Kommen wir zu dem Thema Kosten versus Lackieren oder Folieren. Als Beispiel für das vollverkleidete Motorrad in einer Vollverkleidung habe ich 9 Quadratmeter Material bestellt. Ich habe etwa, ja, ich würde sagen, anderthalb Quadratmeter über gehabt. Habe natürlich etwas üben müssen. Ich habe bezahlt für einen Quadratmeter Pan 30 Euro. Ich habe M3 Benutzt, ist keine Werbung. Es gibt die Folie 1080 und 2080. Ich habe die 2080 benutzt. Das ist eine unterschiedliche Materialbeschaffenheit und es gibt auch unterschiedliche Farben. Ja. Ich würde sagen, Folien liegen im Bereich zwischen 20 und 40 Euro irgendwo. Wichtig ist, dass die Folien eine, diese, diese Luftkanäle haben, dass es einfacher ist, die Luftblasen da rauszubekommen. Bei der 2080 hatte ich überhaupt keine Probleme damit. Es ging immer nur um Falten, Materialüberschuss oder Materialmangel. Ähm, Thema Folien oder Lackieren. Es ist ganz klar, dass eine lackierte Oberfläche, am besten noch mit einem Klarlack überzogen, es geht nichts besser. Es ist einfach so. Ja. Bei meiner Futura damals war es einfach der Fall, ich hatte ein Motorrad, ein solides Motorrad, da stehen mit einem guten Lack und habe einfach mal etwas anderes gewollt. Und mir war klar, die Folie geht wieder runter, spätestens wenn ich das Motorrad verkaufe. Und das ist natürlich ein Grund zu folieren. Dazu kommt, ich mache es selber. Ich habe für das komplette Motorrad etwa 370 Euro für das Material bezahlt. Das heißt Messer, Folien, Klingen, Schlagel alles, was man so benötigt. Und äh, das muss man bewusst sein, das Geld muss man dann ausgeben. Eine Teilfolierung ist natürlich günstiger, weil man weniger Folie benötigt. Ähm, Thema Materialmenge, da gehen wir nachher noch weiter drauf ein. Es ist nur so dass die Folie natürlich leichter zu beschädigen ist wie ein Lack. Eine Folie kann ich nicht polieren, eine Folie ist, wie sie ist. Ich komme da mal mit dem Stiefel mal richtig ranzig dran und dann habe ich da eine Macke drin. Beim Lack eher nicht. Ähm, Schäden auf dem Lack als Beispiel gehört eigentlich so ein bisschen mehr nachher in die Tipps und Tricks mit rein. Aber alles, was ihr seht, ja, wo Macken drin sind, die seht ihr auch nach dem Folieren. Dann hat die Folie eine leichte Stufe, wenn irgendwo Lack fehlt. Habt ihr einen leichten Kratzer da drin, der einfach nur im ein Klarlack ist, dann ist der mit der Folie natürlich weg. Ja? Aber alles, was ihr mit dem Fingernagel spürt, kann man theoretisch sehen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Folie an, inwiefern die spiegelt, wie leicht es sichtbar ist. Spielereien wie jetzt bei einem Helm. Das muss Spaß machen, einem einen Helm folieren zu wollen. Ja? Das, das dauert Zeit. Ja? Und man kann sich ein eigenes Design aussuchen und muss nicht das nehmen, wobei es mittlerweile so schöne Helm-Designs gibt. Aber das sind so die Sachen, das muss man sich überlegen. Lackieren ist safe die bessere Wahl, ich sag's euch. Außer, ihr wollt safe die Folie wieder abmachen. Bei der Futura ist zum Beispiel so, das ist ein relativ seltenes Motorrad. Der Lack unten drunter war wirklich gut. Und die wird dann foliert und dann kommt das wieder ab und ich habe die wieder im Originalzustand da stehen. Das ist halt eine schöne Variante, was ich beim Lackieren nicht habe. Und ich wollte halt eine andere Farbe. Ich wollte die originale Farbe nicht. Eine Folie kann mehrere Jahre halten. Da würde ich euch empfehlen, in die Herstellerunterlagen zu gucken. Da steht dann drin, diese Folie ist gedacht für ungefähr vier Jahre Einsatz, fünf Jahre Einsatz, drei Jahre Einsatz. Kommt auf den Folienhersteller an. Und das sind halt schon ein bisschen Unterschiede. Ähm, würde ich wieder folieren, ein komplettes Motorrad? Nein. Ähm, es war sehr viel Arbeit. Ich habe, ich würde sagen, ein bisschen mehr wie eine Woche, jeden Abend, ich sage mal von 5 Uhr nach Feierabend bis abends um 10 Uhr, habe ich hier gesessen und habe foliert. Liegt natürlich auch daran, dass ich das erstmal üben musste und natürlich auch meine Problemchen hatte. Ja? Und dann auch mit Abkleben im Bicolor, das hat alles seine Zeit erfordert und manche Dinge habe ich zweimal gemacht. Es gibt auch Dinge, die habe ich dreimal gemacht. Ja. Vor einer Sache darf ich, kann ich warnen. Ja. Ich habe das erste Teil foliert, habe Folie aufgeklebt, habe die Folie wieder abgezogen, um zu korrigieren und habe mir den Klarlack von den Teilen runtergeholt. Ja, den Klarlack runtergeholt ich habe die absolute Krise gekriegt, das waren die allerersten zwei Teile, die ich foliert habe, bin am nächsten Tag, ich habe sofort aufgehört, bin am nächsten Tag zu meinem Lackierer, habe ihm das gezeigt und da sagt der Folierer, ja, okay, du hast jetzt zweimal links und rechts dasselbe Teil gemacht. Er würde die Sache jetzt durchziehen, weil er sagt, okay, dein Lack ist eh kaputt, aber es kann sehr gut sein, dass die Teile einzeln in einem Werk irgendwo lackiert wurden und du hast das Problem wirklich nur an diesen zwei Verkleidungsteilen und nicht am ganzen Motorrad. Dem war zum Glück auch so. Ich habe mir diese zwei Teile wieder mal neu bestellt, wenn ich wieder auf die Originalfarbe zurück möchte. Aber das war eine sehr erschreckende Situation. Ja, lag halt einfach daran, der Klarlack am Moped war nicht so standhaft wie der Kleber auf meiner Folie. Ja, also es kann auch etwas schiefgehen bei so einer, einer Aktion. Ja, ich möchte nur darauf hingewiesen haben. Ja. Ich denke, wir kommen jetzt zu den Tipps und Tricks, wer verlieren will. Es muss ein bisschen Spaß machen, es, man muss die Geduld haben. Kommen wir zu den Themen, kommen wir jetzt auch gleich in den äh, Tipps noch so ein bisschen, wo es drauf ankommt, wenn man verlieren möchte. Schnacken wir nicht lange rum, kommen wir zu den Tipps. Thema Vorbereitung. Bei meinem Motorrad damals habe ich natürlich das Problem gehabt, wie soll das Motorrad aussehen? Was will ich denn überhaupt? Folieren. Ja, wie soll mein Ergebnis? Wie soll das Motorrad nachher aussehen? Ich bin hergegangen und habe mir ein Foto genommen und habe das mir auf Photoshop geladen und habe dann mir verschiedene Masken angelegt und habe die eingefärbt. Relativ einfache Geschichte. Ich habe mir das ausgedruckt, damit ich nachher mich hinsetzen kann, ganz in Ruhe. So sah sie original aus, damit ich mich ganz in Ruhe hinsetzen kann, kann ich mir überlegen, was möchte ich machen. Und dann habe ich lauter verschiedene Varianten gehabt. Ne? Da oder so. So sah sie nachher aus. Ja, ähm, dieses Visuelle mal gesehen haben, ist wirklich eine, eine, eine einfache Geschichte. Dann kommen wir beim Thema Vorbereitung auf, wie viel Folie brauche ich? Ja? da habe ich zum Beispiel <laughs> mir auch ziemlich viele Gedanken gemacht. Ja? Ähm, hier kann man sehen, welches Teil, wie viel Fläche benötige ich? Ich bin hergegangen und habe für jedes Teil könnt ihr euch wieder vorstellen, man legt sich eine Zeitung drüber und guckt, okay, wie groß muss die Zeitung sein. Und die Zeitung steht mindestens überall 20 cm über, damit ich a. etwas zum Greifen habe an der Folie und damit ich ein bisschen Material habe, um es umzukleben. Man klebt jetzt keine 20 cm um, da reden wir mehr über 2-3 cm, wenn da eine gerade Fläche ist, aber immer so 20 cm größer, wie das Bauteil eigentlich ist. Und dann bin ich hergegangen. Diese Folien, die sind 1,52 Meter breit und man bekommt die auf der Rolle. So, da bin ich hergegangen und habe mir hier eine Maßzeichnung gemacht im Maßstab und habe mir dann ein bisschen sinnvollerweise aufgezeichnet, welche, welche Größen brauche ich und habe mir die aufgeteilt und geguckt, wie kurz darf das Stück sein, damit ich nachher genug Material habe. Das habe ich, da ich zwei foliert habe, für schwarz und weiß gemacht damals und... Ähm, habe mir natürlich ein bisschen mehr Folie quasi aufgerundet, ein bisschen mehr Folie gekauft, um üben zu können. Keine Frage, man muss üben. Ja. Ähm, nächster Tipp: Sauberkeit ist alles. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr ein Fahrzeug verlieren wollt, wascht es vorher mit Spülmittel. Spülmittel hat einen entfettenden Effekt. Das heißt, ihr holt euch damit Reinigungsrückstände bzw. Wachse von dem Lack und habt so eine bessere Grundsubstanz. Um naja, die Verklebung vorzunehmen zu können. Während dem Folieren wird immer wieder mit einem Reiniger gereinigt. In meinem Fall Isopropanol. Isopropanol hat einen sehr starken Reinigungseffekt, entfettenden Effekt und ist nicht übermäßig aggressiv zu den vorhandenen Materialien. Ich gehe hier zum Teil sogar an Lederklamotten, wenn ich da Flecken habe, die mit Seife irgendwas nicht weggehen. Ja, ich benutze das viel, ich kaufe das im Kanister. Habe ich auch damals im Kanister gekauft für die Aktion. Ähm, ist ein hervorragendes äh, Desinfektionsmittel. <laughs> war jetzt nicht schlecht, das war so die C-Zeit. Ja. Ganz viele von diesen Mikrofasertüchern, ja, um immer wieder, wir haben das Problem, unsere Haut ist fettend. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal mit meinem Finger auf den Tank meiner Bella und ich habe hier einen Fingerabdruck in Fettform drauf. Und beim Folieren wird das immer wieder weggemacht. Auch bei, auf den Rückseiten, an den Kanten, von den Bauteilen, Verkleidungsteilen, die wir folieren, da immer wieder vorm folieren sauber machen. Weil natürlich, wir packen alles an und wir wollen, dass nachher die Folie auf dem Material klebt und nicht auf dem Fett klebt, weil funktioniert nicht. Ganz wichtige Geschichte. Ganz viele Mikrofasertücher, ein bisschen Isopropanol und immer schön auf die Sauberkeit achten. Der nächste Tipp. Habt ihr komplizierte Bauteile, die sich schlecht packen lassen, wie zum Beispiel ein Schutzblech vorne am Motorrad, das ist echt tricky zu folieren. Nehmt euch ein paar Schrauben, ein paar Spacks zur Hand, nehmt euch ein paar Dachlatten und baut euch eine Halterung, so dass ihr überall drankommt und dass ihr vernünftig an dem Material arbeiten könnt. Natürlich kann man sowas am Motorrad folieren, ist keine Frage, aber ich hätte das nicht gemacht. Ihr habt die Stoßdämpfer im Weg, ihr kommt nicht durch den Reifen, kommt ihr nicht unten unter die Kanten. Ich habe mir eine Extra Halterung gebaut, wo ich diesen einspannen kann, wo mir das auch auf dem Tisch nicht so leicht verschiebt, mit einer Schraubzwinge am Tisch festgemacht und habe ich ganz in Ruhe foliert, ganz chillig und ähm, ja, hat funktioniert. Macht euch ein bisschen Arbeit, ein bisschen Gedanken bei der Geschichte bei komplizierten Bauteilen. Next! Wenn man sich viel informiert, was ich damals getan habe über das Thema Folieren, bekommt man den Tipp: zieh weiche Handschuhe an beim Folieren. Da ist so einer. Ist ein ganz klein bisschen misshandelt meinerseits. Es ist so, so ein Handschuh, der hat Vorteile und Nachteile. Ich habe mir den hier, ich habe mir die Finger abgeschnitten, weil das war für mich äh, die bessere Variante. Das Problem ist, beim Folieren selber könnt ihr keinen Handschuh tragen. Das funktioniert nicht, weil ihr packt die Folie an, auf die klebende Seite packt ihr an, passiert, ist so, und dann habt ihr die ganzen Fusseln und den Staub von den Handschuhen da dran. Das heißt, beim Folieren selber, kein Handschuh, der Handschuh wird nachher benutzt, um Luftblasen, um die Folie zu richten, um das Finish zu machen. Dafür sind diese Handschuhe sehr praktisch, je nach Folie, um einfach Kratzer zu vermeiden, um die Fingernägel so ein bisschen außen vor zu haben. Dann kann man mal hier einfach mal mit dem Handschuh oder mit einem Fingerling drüber gehen. Ja, aber beim Folien selber keine Handschuhe, weil Fussel und Co. Schon mal das Wort Tempern gehört. Ja, beim Folieren kommt ihr nicht drum rum. Wir gehen mal durch. Es funktioniert so. Die Folie, ich rede jetzt von der 3M 2080, weil das war jetzt in meinem Fall meine Folie. Ich lege die Folie auf meinen Tank zum Beispiel. Ich kann die verschieben. Solange ich die nicht andische, nicht andrücke, kann ich die verschieben. Dann fange ich irgendwann an, finde meine Position und fange an. Die auf den Tank aufzulegen. Umso fester ich drücke, umso stärker haftet sie. Das heißt, am Anfang, wo man noch alles ein bisschen ausbügeln muss mit Falten, Luftblasen, irgendwas, ganz leicht, ganz locker, easy, Zeit lassen. Erst in dem Moment, wenn man weiß, die Position stimmt, die Folie stimmt, Luft, es stimmt alles, dann fängt man an und tut wirklich richtig ein bisschen Druck drauf bringen. Umso mehr ich drücke, umso fester hält die. Wenn ich nachher die Endposition habe und ich bin zufrieden mit allem, dann gehe ich hier und tue Tempern. Tempern bedeutet, ich tue Nachtemperieren. Ich mache die Folie auf dem Tank nochmal warm und drücke die richtig fest an, weil Endposition. Ja, weil es ist besser, das jetzt zu machen wo ihr gerade die Sache vor euch habt, wie als dass dieses Tempern in einer Eisdiele funktioniert bei der Eisdiele passiert. Ja, ihr seid drin am Espresso trinken und draußen wird, das, wird die Folie das erste Mal wieder warm, will sich gerne bewegen und äh, tempern, Leute, tempern, weil dann und und das ist mir passiert dieses und und dann haben sich Stellen, die ich gestaucht habe, die haben sich gelöst. So ist es passiert. Kommen wir zum Thema Rakel, ja. Es ist für große Flächen von Vorteil, einen Rakel zu haben. Dieser ist wieder von 3M. Hier mit einer Filzkante überklebt. Diese Filzkanten, diesen Filzklebestreifen, den kann man einzeln kaufen. Auch diese Spachtel hier, die gibt es in verschiedenen Materialien, in verschiedenen Festigkeitsstufen. Und diese, ähm, dieser Filz hier drauf, der lässt sich austauschen. Ähm, den habe ich gerade für großflächige, gerade Flächen benutzt. War mir, ja, habe ich sehr viel benutzt, den hier. Dementsprechend sieht er auch so aus. Dann habe ich mir hier besorgt, das sind so kleine Hakendinger, äh, um einfach mal in irgendwelche Ecken zu kommen, wo man mit dem Finger nicht so rankommt und man möchte wirklich die Luft raus haben und möchte viel Klebefläche haben, gerade wenn man irgendwo Spannungsbereiche hat, die man natürlich am meisten ja, natürlich vermeidet, aber um wirklich überall reinzukommen. Ja, hier gibt es lauter verschiedene varianten ich habe mir einmal ein billiger ein, ein richtig billiges einsteigerset gekauft und einmal diesen bisschen tollen 3M das ist keine Werbung gibt es mit sicherheit auch von anderen herstellern ne, in verschiedenen formen das teil zum beispiel habe ich sehr wenig benutzt das ist sehr ja, sehr scharf sehr hart das heißt damit laufe ich echt Gefahr die folie zu beschädigen und dann habe ich hier noch mal einen gehabt den habe ich mehr benutzt wie ich gedacht hätte der ist sehr stark gummiert damit kann ich das andrücken und kann wirklich mal das Material so in eine Ecke irgendwo in eine Rundung reindrücken, ohne die Folie zu beschädigen. Das sind so Kleinigkeiten. Bei einer Vollfolierung, wenn ihr jetzt irgendeine Kleinigkeit macht, müsst ihr natürlich nicht so auffahren hier. Müsst ihr nicht. Thema Heißluftföhn. Brauche ich einen temperatureinstellbaren Heißluftföhn beim Folieren? Nein, brauche ich nicht. Ich kann jetzt hier bei meinem Modell kann ich einstellen, auf welche Temperatur er aufheizt. Diese äh, Temperatur hat aber nichts damit zu tun. Die wird hier vorne gemessen. Es hat nichts damit zu tun, habe ich 10 cm, 20, 30, 40. Ja, da ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich habe immer die Hand auf der Folie, wo ich gerade erwärme und das, was für mich okay ist, das ist auch für die Folie okay. Dementsprechend, ihr könnt einen ganz normalen, günstigen, einfachen Heißluftfön nehmen. So, zu den nächsten Tipp muss ich mich mal ganz chillig auf meine hässliche Couch setzen. Ähm, wenn ihr etwas verlieren wollt, macht euch etwas gemütlich. Das heißt, ihr habt es warm, die Folie braucht E-Temperatur, eh ihr macht euch ein bisschen Musik an, ihr stellt euch was zu trinken hin, ihr habt keine Termine, ihr habt Zeit und wollt einfach mal für euch ein bisschen basteln. Ja, So muss man sich das vorstellen. Eine Folie verzeiht viel, auch wenn eine Folie mal irgendwo Klebefläche auf Klebefläche kommt. Das bekommt man wieder auseinander. Man darf nur nicht verzweifeln, das ist ganz wichtig. Ich bin so ein Typ, wenn ich was vorhabe, dann bleibe ich ruhig, nicht immer, aber oft. Und äh, man braucht diese Geduld. Das ist ganz wichtig beim Folieren. Man darf nicht ins Verzweifeln kommen. Äh, wenn man mal sieht, wie jemand einen Tank foliert, der sieht nach unten hin immer schlimmer aus, weil irgendwann kommen die Falten. Ja, Manchmal ist das einfach so. Und äh, man darf dann nicht verzweifeln. Nein, es funktioniert. Man muss Geduld haben. Ja? Und vorher ein bisschen üben, Geduld haben, aber bitte nicht verzweifeln. Ja? Schöne Musik an. Bester Tipp ever. Hier kommt jetzt noch ein kleiner Tipp, was das Schneiden betrifft. Ich schneide jetzt mal hier eine Folie auf meiner Tischfolie. Und hier tue ich jetzt mit ganz leichtem Druck, wirklich ganz leicht nur, mit dem Finger so ein klein bisschen drauf und ritze mir die Folie mehr oder weniger nur an, damit ich nicht unter meine, unter meine Folie komme. Ihr habt vielleicht gerade gehört. Die Folie reißt jetzt so ein bisschen, weil ich habe die an der Oberfläche nur angeritzt, so stark, dass ich eine Sollbruchstelle habe und kann die abreißen, aber so laufe ich nicht Gefahr, auf meinen Untergrund zu kommen. Ihr habt hier an diesen Klingen Soll, sogenannte Sollbruchstellen, da kann ich euch empfehlen, jeden zweiten, dritten Schnitt brecht ihr ein Stück ab und könnt wieder weiterschneiden, aber so läuft ihr nicht Gefahr, dass die vorne euch stumpf wird. Ähm, hier noch ein kleiner Unterschied, das ist eine sogenannte 30 Grad Folierklinge. Und hier, das ist eine handelsübliche Cuttermesserklinge. Und wir benutzen quasi diese 30 Grad Klingen. Ja, das zum Thema, wenn doch mal jemand auf dem Fahrzeug schneiden möchte. Thema Alternative zum Folieren. Ja. Mal abgesehen davon, dass mir jetzt Farbe rollen oder so einfällt oder pinseln, ja, oder Sprühdose lackieren, ja, aber das ist natürlich alles äh, ein bisschen semi-semi. Ähm, Sprühfolie. Ja, ich habe damals, habe ich eigentlich ziemlich schnell gemerkt, habe ich Sprühfolie benutzt und zwar an den Rückspiegeln und an den Seitenkoffern, weil da war mir sehr schnell klar, diese Rundungen, die bekomme ich persönlich nicht foliert. Die Koffer hatte ich, das war so eine zweiteilige Geschichte, die habe ich komplett mit Sprühfolie gemacht, einfach eine gummiartige Farbe in einer Spüldose, was in einem mehrmaligen Auftrag aufgetragen wird. Das ist wichtig. Ich hatte mit Sicherheit vier bis fünf Schichten drauf, weil wir eine gewisse materialgummi Dicke haben müssen, damit sich das nachher wieder vernünftig entfernen lässt. Wenn man das nur so ganz dünn aufträgt, dann hat man nachher nichts, wo man dran pitteln kann. Da gibt man Probleme. Ähm, diese Geschichte hat mir da wirklich Probleme gelöst, weil das hätte ich nicht verlebt bekommen und ich wollte es halt entsprechend weiß-schwarz haben. Und äh, ich habe hier diesen Deckel hier, damals mit lackiert, das ist jetzt äh, schon zwei Jahre her. Und äh, wir fiddeln das jetzt gleich mal ab hier. Und ich habe auch damals Folie aufgeklebt. Ja, einmal in Schwarz und einmal in weiß. Einfach, dass ich noch nach ein, zwei Jahren mal hergehen kann und kann da mal dran ziehen. Ne? Und das machen wir jetzt. So, habe mich jetzt einfach mal hier hingesetzt. Hier, das war jetzt mein weißes 3M. Ja, das ziehe ich einfach ab. Das Schwarze wird genauso sein. Das ist dieselbe Folie. Ah, guck mal da. Und jetzt ziehe ich mit der Folie von dem Motorrad hier diesen diese diese diese, Sprüh, diese Sprühfolie quasi runter. Ja, ist so richtig gummiartig. Ich höre jetzt mal auf, wegzumachen. Ich gehe jetzt mal her. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein GoPro-Schraube hier und mache mal so. So und man sieht sofort, ich habe hier so Macken drin. Ne? Also sowas verzeiht das Material halt wenig bis gar nicht. Ja, ich nehme jetzt mal das Gewinde, ziehe das jetzt einmal so hier. So, man sieht, es löst sich nicht. Ne? es ist beschädigt, aber es löst sich nicht. Ja, so mache ich Kratzer rein. Jetzt hat sich hier gelöst. Das ist halt schon. Ja, es ist halt Gummi. Das darf man nicht vergessen. Und abziehen, entfernen vom Motorrad. Ja, Leute, einfacher. Geht es nicht. Freunde, Video Ende. Ja? Es ist kein Plug-and-Play. Es ist leider nicht. Mir war das Video hier jetzt ziemlich wichtig. Ich hatte zwei Videos gemacht. Einmal, ich habe ein Video gemacht, komplett die Futura folieren. Wirklich tutti jedes Teil. Ich habe ein Video gemacht hier mit Helm. Bei der Futura war das Problem, das war so viel Material, das hat mich nachher erschlagen und ich habe mich an die Bearbeitung gar nicht dran getraut. Bei dem Helm ist es so, dass mir das Audio abgeschmiert ist und ähm, es war kein Ton drauf. <laughs> Schade. Ist auch so ein Problem hier mit der Kamera. Es ist eine Fotokamera, die Video machen kann und die schaltet sich nach 30 Minuten ab. Und bei so Projekten <laughs> braucht man schon mal länger als 30 Minuten und dann ist die Aufnahme cut. Ne? Äh, schaltet sich die Kamera aus. Ähm, ich möchte in diesem Video gerne... Ähm, ich möchte auf der einen Seite ein bisschen Angst nehmen vom Verlieren, weil es geht schon, wenn man möchte. Ja, ist überhaupt kein Thema. Und ich würde auch empfehlen, es selber zu machen. Ähm, einfach aber als Projekt, ja, als Projekt und als Hobby und Spaß und Zeitvertreib, wenn man das mag, sich hinzusetzen ein Moped auseinanderzunehmen, ja? Verkleidungen abzubauen, Tank abzubauen, dass man überall drankommt ne? und dann etwas zu folieren. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch ein bisschen Vorsicht euch geben. Ja? Es ist nicht 0,815 Plug and Play, ist es leider nicht. Es gibt viel, wo man dran denken muss und es gibt viele Dinge, wo man. Das ist halt so eine Sache ne? mit dieser. Das wäre das, was ich am liebsten von Anfang an gerne verstanden hätte. Dieses mit der Ausdehnung. Ja. Ich muss das Material vorher ziehen, an den Stellen, wo ich es brauche, auf gewisse Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig, um es nachher zu schrumpfen, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und die Profis, die üben und üben das natürlich und dann wissen die, wie viel muss ich ziehen, um nachher da klarzukommen. Das sind so Sachen, da muss man sich reinfuchsen. Ja. Und das ist von Bauteil zu Bauteil unterschiedlich und es erfordert Erfahrung und. Wenn wir jetzt sagen, hier, wir wollen noch was von, haben wir keine Erfahrung. Die müssen wir sammeln in diesem Projekt und das Beste draus machen. Ja? Das ist einfach so. Ähm, ja, hier, viel mehr wollte ich nicht. Ich bedanke mich selber euch fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, es war informativ. Das wäre der Grund für mich jetzt äh, war, oder ist der Grund für mich, dieses Video zu machen. Äh, wer möchte, dem kann ich hier hinten noch in die Endcard werfen. Ein Video, wo ich äh, bei der Monster einen White Stripe habe aufgeklebt, also einen weißen Aufkleber von hinten nach vorne, ähm, auf dem Lack, der angeschliffen wurde und äh, der wurde dann nachher mit Klarlack überzogen. Sieht aber da alles tutti aus wie neu nachher, also ist sehr geil. Hätte ich nicht gedacht, dass man mit, mit einem Schleifvlies über den Tank geht, klebt dann Aufkleber drauf, lackiert es wieder und das ganze matte, weil der war echt richtig matt dann, der wurde durch den Klarlack dann wieder richtig tutti. Ist schon eine coole Geschichte. Ähm, ja, Lust hat. Okay. Hier, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Gebt mir bitte, bitte einen Daumen nach oben, weil das braucht der Kanal und das motiviert, motiviert mich für Videos. Und ähm, ja, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.